weil das Thema Bildung gerade angesprochen worden ist. Danke. Naja, und ich wollte mich heute weiterbilden zum Thema Faschismus. Also nationalsozialistischer Faschismus vor allem. Auf der Webseite der ukrainischen Botschaften in den USA gelandet. Hat ziemlich genau dem entsprochen, was ich unter nationalsozialistischem Faschismus verstanden habe bisher. Und das hat mich eigentlich in meinem Wissen zu dem Thema bestätigt. Da wird nämlich der Übergangspremier Jasenjuk zitiert auf dieser Seite. Bitte, das ist die offizielle Webseite der ukrainischen Botschaften in den USA. Ehren, indem wir unsere Feinde auslöschen und danach das Böse aus unserem Land. Also diese Terminologie und dieses Vokabular kenne ich tatsächlich aus einer ganz anderen Zeit und in einem ganz anderen Kontext. Und das haben tatsächlich Leute, die als kommentiert haben, meiner Meinung nach ein gewaltiger Unterschied, wenn es eine offizielle Stelle so etwas publik macht und postet. Ich meine, stellt euch mal vor, die österreichische Botschaft, ja, in Brasilien beispielsweise würde einfach auf ihrer Webseite posten, by the way, wir boykottieren jetzt diese WM, weil wir der Meinung sind, diese vielen Kinder, die dort verzahrt worden sind und diese Menschen, die vertrieben worden sind, um die Stadien zu bauen, das finden wir nicht in Ordnung. So, und niemand, keiner würde das aufgreifen und niemand würde darüber berichten, weil alle sagen, ja, wir haben es eh schon längst gewusst, dass es so ist. Absurd, oder? Viel Spaß beim nächsten Redebeitrag.